Hey, meine ganzen Girls, it's the time again. Wir sind wieder in Turn to Dash. First Attempt Challenge. Und heute machen wir alle Gauntlets durch. Das ist zumindest mein Plan. Ab dafür. Fire Gauntlet mit Outer Space. Und ja, während das hier runterlädt, habe ich noch irgendwas Geiles hier zum Equippen. Just kidding, ich habe ein bisschen was geändert. Oh Gott, die Musik ist viel zu laut. Ich habe einfach gescherzt. Und ja, was ist mein Ziel mit den Gauntlet Leveln? Also ich möchte zumindest in einen der Gauntlets auf das fünfte Level gehen und dort so die 50% Marke knacken. Das ist mein einziges Ziel, was ich habe. Und ja, in den Gauntlets sind die Regeln folgende. Auch hier muss ich natürlich im First Try so weit kommen, wie es irgendwie geht. Und sobald ich bei irgendeinem Level verkacke, ist der Gauntlet beendet. Und das war's. Und jetzt, ja, die Gauntlets sind technologisch deutlich weiter vorangeschritten, was man allein hier an diesem ersten Level sieht. Und es wird richtig, es gibt auch wirklich sehr geile Levels. Das kann ich euch sagen. Und das erste ist jetzt Outer Space. Fire Gauntlet ist zwar meiner Meinung nach der schlechteste Gauntlet, aber trotzdem, enjoyt jetzt erstmal diesen richtig kranken Beat Drop. Outer Space. Ich mag den Song irgendwie. Der ist auch geil. Ziemlich geil. Ja gut, das Level finde ich jetzt nicht so geil. Aber es hat Vibrationen, wie man hier sehen kann. Und ich glaube, das erste Level ist geschafft. Oh yeah. 1 von 5. Let's go. Und das nächste Level ist Overture by Fault. Das Level fand ich als super simpel in Erinnerung. Und ja, was die Gauntlets angeht, auch kurz hier mal wieder eine klitzekleine Background-Story. Die habe ich damals so gesuchtet, als die dazu kam, weil ich das einfach so cool fand, die Idee damals. Einfach irgendwas so thematisch anzupassen und es dann halt eben auf die Gauntlets zu verteilen. Das war übrigens gerade der Fire Gauntlet. Ich bin gestorben, weil ich wusste, dass da ein Schlüssel war und habe mich dementsprechend so richtig hardcore darauf vorbereitet, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Und ja, dabei ist der Tod dann entstanden. Feels Batman, I know. Okay, dann halt Amplification jetzt hier von, ich weiß nicht, ich glaube Bear Crew oder so. Oh Gott, das Level ist auch ganz schön tricky. Also es hat eine sehr schwere Stelle, würde ich sogar sagen. Mal gucken, ob ich es bis dahin schaffe. Aber guck mal, wie schön das Level aussieht, oder? Es hat doch ein nices, schickes Design. Also ich finde es ganz, ganz nett. So, jetzt kommt... Na, nee, noch nicht. Aber gleich kommt die Stelle, die ich meinte, die ganz schwer ist. Das hier geht ja noch. Aber gleich kommt sie, gleich kommt sie. Und zwar jetzt. Oh. Oh, okay. Und Jump. Ja. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Niemals zu früh, Freunde. Ihr wisst, das Karma ist eine... Ja, ich möchte das Wort nicht aussprechen, aber geschafft. Oh, okay, gut. Also, wie gesagt, mein Ziel, ins fünfte Level kommen und die 50% Marke knacken. Das ist alles. Und bei einem Gauntlet könnte das auf jeden Fall funktionieren. Weil das ist ziemlich einfach, also verglichen mit den anderen. Und ja, dementsprechend mal gucken. Und schreibt mir mal wirklich sehr gerne in die Kommentare, was ihr so von Leveln haltet, falls ihr sie nicht kennen solltet. Und ob ihr hier die Videos überhaupt mögt, ja. Das muss ich auch wissen, weil sowas mache ich ja eher selten. So ein bisschen mal was anderes mal. Ja, ich bin ja sehr standardisierter Typ, Alter. Und mach ja nur hauptsächlich Let's Plays und nicht so was wie jetzt hier beispielsweise. Aber das ist mir jetzt halt als Idee gekommen, was ich mal für zwischendurch mal machen könnte. So als Intermission Time, ja. Während man wartet, bis das nächste Let's Play Projekt auf dem Kanal hier kommt. Und da möchte ich jetzt auf jeden Fall ein Spiel mal endlich spielen, was auch seit Ewigkeiten, wie ich so viele Spiele bereits in meiner Steam-Bibliothek, einfach nur herumliegen und verhungern müssen. So. Und während ich euch das jetzt erzählt habe, können wir jetzt hier einfach unter den Namen umherfliegen und einfach das Level abschließen. So sieht's aus. 2 von 5. Sieht okay aus. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ich habe meinen Mauszeiger gerade nicht gefunden. Als nächstes kommt Garnation bei Ilamaulia. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht mit dem
epischen Soundtrack. Also ich liebe das. Ja, das fängt so mysteriös an und das Level sieht cool aus. Also das Level hat Style, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ich kann mich an viele der Level noch sehr gut erinnern. Kurz Konzentration hier, weil das ist ein 6-Sterne-Level, also dementsprechend ist schon deutlich mehr verlangt jetzt von einem. Dementsprechend konzentrier dich, mein Junge. So, komm schon. Das sieht auch ganz okay aus bisher, aber ich habe Angst vor dem 4. Level, weil das habe ich als sehr schwer in Erinnerung. Okay, da wusste ich jetzt nicht, als was ich mich verwandle. Okay, come on. Yeah! Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt gerade? Das war übelst knapp. Oh mein Gott, okay. Irgendwie lebe ich noch. Spam und geschafft. Holy moly, 3 von 5. Okay, also wenn das jetzt, wenn ich den Skill noch mitnehme und das Glück noch behalten kann, dann sieht das okay aus. Komm schon. Geobound by Excellence. Und das Level habe ich als sehr schwer in Erinnerung. Vor allen Dingen direkt nach dem ersten paar Prozenten kommt ein Wave-Part, der richtig, richtig schwer ist. So, das hier geht ja noch, ne? Ist ganz chillig und so. Ach, guck mal, wie schön entspannt das ist. Und der Song ist so schön. Aber gleich kommt der Wave-Part und wird mein Leben sowas von zur Hölle machen. Let's go! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, ey. Ah, okay. Als nächstes Acid Factory von Gotika Gukulon. Junge, warum müssen die solche Namen haben? Okay, hier wären wir auch schon diesmal deutlich entspannter. So, und ich habe auch meine Coin mitgenommen, einfach weil der Flex muss sein. So, das ist zwar ein 4-Sterne-Level, aber es hat auch einiges an Tricks in petto. Die Musik ist so richtig schön atmosphärisch hier. Oh, und hier rumort es so richtig. Also hier ist das Vibrieren richtig am Abgehen. So, und jetzt können wir hier einfach schön am Boden entlang chillen. Und wir sind good to go. So, und jetzt einfach hier über dieses kleine Blöckchen hüpfen. Es ist ein bisschen dunkel, aber das macht mir nichts. Weil ich habe einen hell erleuchteten Bildschirm vor mir, der mir genau sagt, was zu tun ist. So, und hier sind Pfeile, an denen man sich orientieren kann. Und dann ist man hier good to go. So, und hier kann ich mich erinnern, diese Sägen, obwohl sie so unscheinbar aussehen, sind sie tatsächlich tödlich. Und man sollte sie meiden. Das wäre nämlich nicht gut, wenn man sie nicht meidet. Ansonsten, naja, kommt es halt eben zu einer maschinellen Fehlfunktion, ne? Ihr kennt es ja von Firmen und so weiter. So, geschafft! Das ging doch ganz gut klar. Wir bekommen eine Coin geschenkt. Finde ich sehr nett. Oh, ich habe sogar zwei. Stimmt, ich, Alter Spanner, habe ja gleich zwei von denen eingesammelt. Nice, nice, nice. So, als nächstes kommt Beast Mode Fall by God of Music. Okay. Dann wollen wir doch mal. Und das Level war gameplaymäßig ganz cool, wie ich in Erinnerung hatte. Also okay, der Anfang jetzt vielleicht nicht so, aber das, was danach kommt, wir haben 2.1 Stuff hier drin. Habt ihr gerade gesehen mit den Dash Orbs hier, mit dem hier. Und dass es vibriert, ist ebenfalls neu. Yeah, Mann, einfach durch da. Es hat so ein intenses Gefühl mit diesem Rumbling. Ich finde das geil. Oh, und jetzt ist die Musik auf einmal so schön. Und guck mal, wie das hier aussieht. Ich finde das so cool mit den Cracks da. Und Spider-Gameplay sogar. Ah, das Level ist so toll zum Spielen, finde ich. Es hat ein sehr schönes Gameplay, wie ich finde. Okay, und da. Jawohl. Und er verwendet auch viele verschiedene Blockdesigns, sehe ich hier gerade. Und der Hintergrund sieht auch ganz nice aus. Und jetzt ab ins Ziel, oder? Ah, kommt doch ein bisschen. Und spam dich durch. Body Hard. Oh yeah. Level geschafft. Let's go. Auf geht's. Okay. Calm down, Grid. Calm down. Als nächstes kommt Ground Zero von Dorsha. Das Level ist auch sehr nice, wie ich in Erinnerung habe. Aber gar nicht mal so einfach.
Warum werdet ihr schon noch rechtzeitig bemerken? Und es ist auch ein 2.1 Level, wie man jetzt hier heran erkennen kann. Ha. Ich hab's gecallt und direkt danach kommt auch schon wieder das 2.1 Theme mit hinein und wird direkt verwendet. Finde ich doch gerade mal genial. Und jetzt Alarm. 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 Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Oh mein Gott. Was kommt da jetzt nur auf uns zu? Oh mein Gott, Hilfe. Ja, langer Drop, langer Drop, langer Drop. Oh mein Gott, Spannung ist kaum mehr auszuhalten, meine Geist und Gerz. Let's go. This is Ground Zero. Verkackt. Einmal zu wenig geklickt. Okay, okay. Geist und Gerz, jetzt wird's ernst. Shadow Gauntlet. Das ist der Gauntlet, wo ich die meisten Chancen habe, auf das fünfte Level zu gehen. Und die 50% zu erreichen. Hier wichtig, direkt am Anfang zu überspringen. Das Level ist cool. Guckt euch das an. Und wie es denn haben schon sagt, Spooky Light. Wir sehen nichts, aber es flasht auf. Und in dieser kurzen Zeitspanne kann man sich bewegen und wissen, was auf einen zukommt. Man muss sich dementsprechend so ein bisschen merken, was auf einen kommt. Und jetzt guckt mal hier. Voll cool. Einfach die Geister von Super Mario World. Ist es nicht genial? Aber sowieso von Serponchi ist ein geil. So, und hier die Lampen nehmen, dass man sehen kann, wohin man muss. Ey, es ist so genial gemacht einfach. Und ich weiß noch, bei meinem allerersten Mal durchspielen, da habe ich ja alles ohne Lampe durchgespielt und da habe ich irgendwie durchgelackt einfach so. Und jetzt müssen wir hier so einen kleinen Bosskampf machen, einfach die Geister besiegen, indem wir mit unserer anhängenden Lampe hier einfach die Geister eliminieren. Es ist so cool gemacht einfach. Und die Coin nehme ich gerne mit. So. Jetzt muss man ein bisschen konzentrieren hier, weil hier ist einiges am Abgehen. Und es sieht so Super Mario World einfach aus, oder? Ich glaube, das ist auch die gesamte Absicht dahinter. Und da hätten wir es geschafft. Sehr schön. Cooles Level, wie gesagt. Okay. Level 1 wäre komplett. Auf geht's. Und es hat so richtig schöne Spooky-Musik. Werdet ihr gleich hören von Pokémon. Warum spiele ich jetzt ein Shadow Gauntlet? Wir haben doch wahrscheinlich gerade, egal zu welcher Zeit ihr hier das anseht. Ach, das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn, was ich sagen wollte. Vergiss es einfach, Kid. Halt die Klappe, konzentrier dich aufs Spiel. Komm schon. Du hast eine Challenge und bisher hast du keiner deiner Challenges erreicht, weil bei den Main-Leveln von Robtop wollte ich mindestens bis zum Level 6 Can't Let Go kommen. Habe ich nicht geschafft. Map-Packs wollte ich 5 Stück abschließen. Habe ich nicht geschafft. Also jetzt komm schon. Hier, dieses Ziel. Das muss ich jetzt schaffen. Also come on. Das muss jetzt möglich sein. Bisschen Konzentration und dann ist das machbar. Okay. Was kommt jetzt? Schöne Kerze da rechts. Ganz nice anzusehen. Das Level sieht nice aus, so mit dieser schwarz-weiß Optik. Hat was. Okay, und? War's das? War's das? Oh, meine Augen! Ja, das war's. Okay. 2 von 5, aber wir haben es ja vorhin schon auf 4 von 5 geschafft und sind dann gestorben. Und ich befürchte, hier könnte uns dasselbe passieren, weil das vierte Level hat einige Tricks, aber auch das dritte sollte man nicht verachten. Da kann ich mich an einen Part erinnern, der ist schon... Der kann sehr schwer werden. Also, oh, 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 oh. Okay. Das ist so gegen Ende. Weil da kann man irgendwo so blöd hängen bleiben. Und dann anecken und dann war's das. Okay, komm schon. Ghost Town by Itza. Oder Itza, wie er auch immer ausgesprochen werden möchte. Der liebe, werte Herr Gesangsverein. So, diese Blöcke meinte ich. Die werden später in dem Level noch eine größere Bedeutung spielen. Die, wo man so durchbrechen kann, aber wo halt auch diejenigen stabil bleiben, die man nicht zerbricht. Und das wird am Ende... Wow. Das wird am Ende eine große Bedeutung finden. Das sage ich euch jetzt schon mal. Okay, so, was jetzt? Spring. Okay, 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 komm schon, komm schon. In the Ghost Town. Und ich werde das jetzt einfach mal kurz überspringen, weil der irgendwas singt. Okay, jetzt. Das meine ich, weil hier kann man so hässlich hängen bleiben. Und ich glaube, das könnte zum Tod führen. Oh! Weil dann baut es mir so komisch ab. Ja! Okay, okay.
Gut, gut. Gut, das hätte ich geschafft, das hätte ich geschafft. Das heißt, das sieht zum Zuschauen wahrscheinlich überhaupt nicht schwierig aus oder so. Aber glaubt mir, da bleibt man mal kurz hängen, dann passiert das, was mir vorhin in dem Map-Pack mal passiert ist. In einer der vorherigen Folgen. So, aber hier muss ich jetzt auch super aufpassen. Der Anfang ist sehr konfus und das Level hat ein paar Schwierigkeiten. Oh boy. Tür auf und let's go. Aber das hat hier so ein eigenes System und zwar das hier. Genau, dass man hier diese Sachen immer an- und ausschalten müssen. Okay. Gut, gut, gut. Gut soweit. Junge, die Musik geht ab. Und das Level sieht auch mal wieder ganz cool aus, wie ich finde. Und ist gameplaymäßig auch ganz nice. Okay. Bisher komme ich noch gut voran. Okay, komm schon. Das sieht so cool aus hier. Ba, 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 da. No, I haven't. Oh, wirklich? Wow! Trip Speed, Trip Speed. Alles cool. Chill down. Okay, 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 okay. Komm schon, komm schon. Go. Ich goe schon. Und whoop. Jump. Yeah! Okay. 4 Zone geschafft. Ein Level noch. Aber das ist auch das Schwerste aus diesem Shadow Gauntlet. Guys and girls. Infusion by Shady. Du könntest die Entscheidung sein. Let's go. Enttäusch mich nicht. Komm schon. Ich tue so, als wäre das der Final Boss, aber es ist halt wirklich literally der Final Boss für mich, weil ich bisher keins der Level geschafft habe. Why are we still here? Just to suffer. Lava Gauntlet, Infernal Arena. Ich hab gedacht, ich stabilisiere mich mit meinem Schiff. Ich hab gedacht, ich stabilisiere mich mit meinem Schiff. Und was passiert? Ich knall irgendwo hoch. God damn it! Mann! Das hätte es jetzt sein können. Ich hatte sogar kurz ein gutes Gefühl gehabt. Niemals ein gutes Gefühl haben. Niemals. Und wie geil das hier aussieht, oder? Aber leider wird es sich nicht durch das gesamte Level ziehen. Oh mein Gott, Spoiler! Das sieht zwar auch noch ganz nice aus hier. Es hat schon was, oder? Lava Gauntlet. Oh yeah. So, weil jetzt sieht es schon deutlich billiger aus, wie man sieht. Alter, der frontet hier voll die Level, der Grid. Der ist voll fies. Das Kartoffelgesicht. Oh, das Kartoffelgesicht, der namens Good Gamer, der hier diese Videos komisch kommentiert. Die Omnity Dash durch mit einer besonderen Challenge, die er für sich euch auserlegt hat. Yeah. Das war gerade überhaupt kein Deutsch, was ich hier daher gesungen habe, aber egal. So, ist doch schön, dass ich hier dieses erste Level geschafft habe. Aber die Sache ist, dieser Lava Gauntlet hat zum Ende hin ziemlich schwere Level. Also vor allen Dingen die finalen beiden Levels sind echt difficult. Die sind wirklich schwer. Wir haben hier übrigens wieder ein 2.1 Level, was ich immer cool finde. So, und hier immer vorzeitig wechseln, weil diese Unebenheiten, wenn man da abhebt, dann ist es immer, ja, immer ganz blöd, wenn man dann drückt. Und dann ist man genau in dieser Millisekunde in der Luft und, ja, kann deswegen nicht steuern, gerät aus den Fugen und dann war's das. Okay, so, und jetzt, come on. Kann ich das da schaffen? Ich kann hier einfach ganz chillig am Boden entlang sliden, das macht's sehr einfach. Okay, aber ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo man einen bestimmten Pfad entlang fliegen muss. Und das muss doch gleich kommen, oder? Ja, hier und so muss man hoch, genau. Und dann stirbt man nicht. Ganz genau. So, Coin nehme ich mit, dankeschön. Okay, und das müsste das Ende sein mit dem coolen gebauten Drachen hier am Ende. Sehr gut, sehr gut. Okay, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das hier der Gauntlet wird, wo ich erfolgreich abschließe. Weil die letzten beiden Levels sind sehr schwer. So, Frontline Full, wieder God of Music. Welcome back, alter Pal. Was geht ab, Bro? So sehen wir uns wieder.
Komm, gib mir einfach wieder faires Gameplay, so wie vorhin, und wir sind die dicksten Buddies. Funny Game ist auch dabei. Noch vom letzten Part. Oder vorletzten Part, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich nehme das hier so schnell an einem Stück auf. Weil heute ist der 4. Advent, wo ich das hier aufnehme. Also, ja, die Videos müssen ready sein. Und zwar schnell. Weil ansonsten kann ich euch nicht mit diesem Content hier versorgen. Ich will das nicht alles am 24. Dezember hochladen. Das werdet ihr aber zu dem Zeitpunkt schon bemerkt haben, wo ich das jetzt hier gerade einspreche. Das wird euch egal sein. Aber was soll's. Ich sag's trotzdem, weil... Baum. Ich habe keine Ahnung, warum. So, und jetzt kommt hier der absolute Beatdrop. Okay, komm schon. Das ist gut möglich, das Level. Aber das nächste Level, das ist halt... der Killer. So, das ist alles gut möglich. Immer schön dem Pfeilen folgen. Boah, guck mal, wie viel Platz hier ist. Sehr fair. Spam, spam, spam. Und jump. Easy. Gar kein Problem. Dankeschön, God of Music. Bist ein guter. Du kriegst von mir selbstgebackene Amerikaner nachher. So, meine Gassen, Guess. Es wird ernst. Fire Aura. Ach, Samsa. Ey. Du warst doch ein Ehrenmann in meinen Map-Packs-Folgen. Okay. Jetzt stellt ihr uns aber die größte Challenge von allen. Nämlich mit diesem Level. Der Anfang super einfach, aber ihr werdet schon bald sehen, das wird sich schnell ändern. Das Level ist wirklich hart. Und die Musik ist so schön nostalgisch, weil das kommt von die Impossible Game, meinte ich. Und das ist quasi der Vorgänger zu dem Spielchen hier. Okay. Okay. Bisher noch okay. Okay. Ich sag nur noch okay, okay, okay. Jump, jump. Dammit! Alter! Ich weiß nicht, wieso ich mich gerade so erschrocken habe, aber ich dachte, ich wäre da locker drunter. Boah, das war voll der gute Versuch. Das war voll der gute Versuch. Oh mein Gott! Ey, das wäre es jetzt gewesen, hätte ich das geschafft. Alter! Boah, das war ein guter Versuch von mir. Wahnsinn! Junge, das war gut! Okay, wisst ihr was? Ich habe zwar gesagt, die Gauntlets werde ich zwar alle in ein Part machen, aber das kann ich vergessen. Ich bin jetzt schon bei 24 Minuten Aufnahmezeit und ich kann hier schlecht was wegcutten. Und dementsprechend werde ich einfach auch das doch wieder zweiteilen. Aber ich würde sagen, das ergibt vielleicht sogar ein bisschen Sinn. Ach Gott, dieser Overused-Song. Oh, mach den weg, bitte. Oh, ich kann ihn nicht hören. Er ist zwar schon gut, ja. Aber Junge, der wurde so overused. Wirklich, jeder hatte auf einmal dieses Lied in sich drin. Und es war ätzend. Bis zum geht nicht mehr. Aber hey, kurz noch eine andere Sache. Eventuell ist dieser Gauntlet noch ein weiterer Anwärter für das erfolgreiche Abschließen. Und mir fällt tatsächlich noch ein Gauntlet ein, wo das ebenso möglich ist. Möglich? Ja, wo es ebenso möglich ist, den Scheißtrick der zu schaffen. Und da habe ich auch eventuell Möglichkeiten genug, da eventuell mein Ziel zu erreichen. Ja, das wäre aber eine super Sache, du. Ich weiß es auch nicht, aber das hat sich gerade so akzentisch angehört. So, guck mal. Da hast du einfach schlappes Eicher einfach mal das erste Level geschafft, ne? So einfach geht's. Man merkt seine scheiß Musik weg, die kann er nicht mehr hören. Da kriegst du Ohrenkrebs davon. So. Rising by Alderite mit Asao. Oh, schönes Level, genießt es. Das Level ist schön. Und ich hoffe, ich kann es euch genießen lassen. Stimmt, ich sag zu euch, genießt es. Aber es liegt an mir, dass ich es euch zeigen kann. Ja, weil wenn ich sterbe, dann seht ihr das Level nicht. Es sei denn, ihr spielt es selber mal. Ja, das könnt ihr ja gerne tun. Insofern ihr natürlich das vollwertige Spiel besitzt und nicht die Geometry Dash Lite Version. So, ich weiß, dass man hier, glaube ich, sehr schnell springen musste. Gib mal her. Dankeschön. Ja, genau hier. Ja, ich habe daran gedacht. Hatte das Level sonst noch Fiesheiten? Ich weiß es gerade nicht.
Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich hier gut durchkomme. Aber ey, bisher bin ich echt zufrieden mit meinem Progress von dem Gauntlet-Level. Also ich war nie so richtig schlecht. Und guckt euch das Level an. Ist das nicht schön? Also ich finde es schön. Es ist zwar gameplaymäßig ein bisschen auf der langweiligen Seite, aber ich sag nicht nein dazu. Ich bin gerade übrigens fast gestorben. Holy shit. Und die Musik ist so geil. Ich weiß nicht, ob da ein Jump-Pad gewesen wäre. Ich bin einfach mal selbst gesprungen. Und überall begleiten uns die Lichter. Sie führen uns durchs Level. Dankeschön. Yes. Easy. Und nochmal ein wunderschönes Art hier zu dem Bonus-Gauntlet-Symbol. Wunderbar. Dann hätten wir auch das hier abgeschlossen mit Rising. Als nächstes kommt Battletown von Tongi. Oh. Das Level ist fies. Das ist schwer. Da muss ich wieder auf Vollfokus-Mode gehen. Ich werde nichts kommentieren jetzt mal. Also wirklich gar nichts. Und ich halte mich auch diesmal daran. Och Mann. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Part. Jetzt kommt der Part, der so richtig asozial ist. Und genau da sterbe ich, weil ich zu lange gedrückt halte. Oh Mann. Na gut, meine Gäste und Gerts. Im nächsten Part machen wir weiter. Oh, wobei? Demon Gauntlet. Ach komm. Oh. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ah, stimmt. Ja. Wartet mal. Da war was. Man musste sich ja, glaube ich, irgendwie den Chaos Gauntlet erstmal freischalten. Da war etwas. Ich kann mich gerade erinnern. Und jetzt habe ich den nicht. Oh mein Gott. Geist und Gerz. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann gibt es den letzten Gauntlet-Part. Bis dahin und ciao.